Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich verziehe mich. Jo, hat Ja, Spaß euch gemacht. gleichfalls. Ja, Und auf jeden dann Fall. bis demnächst auf dieser Welt, Na in der klar. nächsten oder wie auch immer. Alles klar. Bis Hat Spaß denne. gemacht. Bis dann, Tschö, tschö, Grüße ebenso. tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. So, ich brauche jetzt noch eine Tomate und wir hängen jetzt mal eine halbe Stunde dran, ne? Ja. Ja, das machen wir. Weil ich bin gerade hier am Kochen, müssen wir was vorbereiten. Achso, haben wir so viel. Was haben wir das? Was haben wir das? Haben wir das? Komm hier, ja. Ich hole mir jetzt mal im Real, nehmen wir auch noch mal ein bisschen Sprit. So, das war schon mal ganz gut. So, das haben wir gemacht. Die Spitzhacke ist wirklich unendlich. Gut, das muss ich mir merken. So, was haben wir so alles? Rohes Fleisch, Schweinefleisch. Nehmen wir mal so ein 12 Stück. Das braten wir jetzt noch mal. So, rein hier in den Ofen. Braten. Brauchen nochmal 11 Tomaten. Und dann brauchen wir ein bisschen Lettuce. Miss Lettuce hier. Kann man also auch 13 nehmen. Nehmen wir nochmal einmal Schweinefleisch nochmal mit. Dann braten wir das auch nochmal, haben wir dann 13. Dann müsste es eigentlich reichen. Gibt denn diese Küche ordentlich was her? Ja, ich koche ja gerade. Was gibt's denn Schönes? Foodlong. Footlong. Also so so belegte belegte Baguettes, Baguettes, ne? ne? Sie, Senor. So, jetzt brauche ich nochmal ein paar Eierchen. Wie viele Eier haben wir denn noch hier? Eier haben wir auch noch ganz viel. Gib mir nochmal 1, 2, 3, 4, 5. So, mit den Füßen. Ist dein Schwert wiedergefunden? Nee, aber ich hätte ja noch ein Reserveschwert. Ja. Einer oder so. Ich bin auch doof. Ah, ich brauche nochmal 2 Eier. 2 Eier brauche ich nochmal. Eins, zwei. So. Das ist ja noch so eine 0815 Küche, die ich hier habe. Damals warst du mit der Küche zufrieden. Ja. Okay, scheint ganz schön verwöhnt zu sein, ne? Ja, die neue Küche wird auch schön, glaub's mir. Aber hallo, auf dem neuesten Neuesten Stand, Stand, ne? ne? In Österreich. So, die Mayonnaise, das Dingens. Das Dingens, und jetzt fehlt noch das Schweinefleisch. Glaube, von den neuen Minecraft-Server mache ich ein YouTube-Dings-Projekt Was? von. Na klar. So, ein Brot müssen wir schnell machen, damit ich auf 13 komme. Dann haben wir hier genug zu fressen Habe hier ich mal gemacht. einen Grund, richtig damit anzufangen? Na klar. Na Ist immer klar. gut. Macht immer Spaß. Ja. So, das packen wir da auch mit rein. Fehlt jetzt das Fleisch, fehlt. Stimmt, das Fleisch. Da steht der Kuchen auf dem Tisch. Bling, bling. Hier kriegst du beim Braten auch Erfahrungspunkte. Ja, ist doch toll. Ja. Los, gehen wir ein Stück Fleisch rüber. Sagen wir mal ordentlich hier, was hier macht. Flup. Habe ich 21 Footlongs. Die schmeißen wir zum Vorratsraum hin. Mal gucken, wo die ankommen. Und die packe ich drüben mal so rein, würde ich sagen. Ne? Das Kochen ist hier irgendwie einfacher in der Welt. In anderen war das nicht ganz so einfach, oder Schubi? Hier Nee. ist es einfacher. Welt davor war es nicht so Ich freue gut. mich schon auf die auf Thermal Foundation. Macht Ich ganz Spaß. ehrlich. Ja, weil ich die Pipes benutzen kann als die Hopper Ducts. Wie, bin ich so inkompetent, die zu benutzen? Die Hopper-Ducks sind eigentlich ziemlich einfach. Aber in der Version, die arbeiten nicht richtig mit Basic Developers zusammen. Habe ich auch ein Erklärvideo zu gemacht. Man musste praktisch vor den Drawer-Controller einen Trichter machen, darauf eine Truhe machen und diese Truhe mit den Hopper-Ducks verbinden zu dem, wo du halt reinschmeißen willst. Ja, Sonst funktioniert das Ganze nicht. Vorratsraum.
Wir haben auch noch keine Auswahltruhen gemacht, oder? Ich weiß es nicht. War schon Footlong schon drin hier? Nee, ne, glaube ich gar nicht, ne? Footlong wüsste ich nicht, dass ich das gemacht habe. Das habe ich jetzt gemacht, ja. So einen richtig schönen, großen, langen Hogi. Das ist doch was, oder? Das ist draufgepackt. Tomate, Salat, gebratenes Rindfleisch, Schweinefleisch. Footlong. Oh, ich packe mal hier in Augenhöhe hin. Das sticht dann so richtig ins Auge. Haben wir hier eigentlich auch das Höhlenhaus gehabt? Nee, ne? Doch, hat man in der Version gehabt, irgendwo. Frag mich aber nicht, wo. So, das habe ich auch gemacht. Das war ja einfach mit Kochen. Ich glaube, ich gehe noch eine Runde kochen nochmal. Das ist ganz witzig. Lass mal ordentlich Brot machen. Es wird schon wieder dunkel hier. Eine neue Welt sieht schon mal klasse aus. Du wirst dich wundern, wie Schoki die ganzen Häuser eingerichtet hat, die man als erste wieder beziehen kann. Da du willst gar nicht mehr wegziehen aus dem Spawnpunkt. Okay. Ja, hat da aufgefahren, das glaubst du gar nicht. So, jetzt habe ich hier 21 Brot schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Was dann da? Wo haben wir auf Windows oder auf den anderen? Auf Linux. Linux, ne? Da läuft das Ganze schneller. Ja, das müssen wir, glaube ich, mal wieder aktualisieren. Boah. Jetzt habe ich 21. Jetzt brauche ich 21 Eier. Wie viele Eier haben wir denn hier? Wir haben nicht mehr viele Eier. Ist ja doof. Eier. Mal zu, dass du in den Hühnerstall gehst und da mal die Eier abwieselst. Jetzt wird's dunkel, da gehen die in den Hühnerstall. Ich wusste früher auch in den Hühnerstall. Das erklärt mir einiges, okay. Irgendwie geben die gar keine Eier, die Hühner. Wieso denn nicht? Warum geben die keine Hühner? Ich habe ganz viele. Wo kriege ich jetzt Hühnereier her? Ey, ich krieg die Krise. Hier ist Wolle Petri, aber der macht gar nichts. Ich will Eier haben. Wie kriege ich in dieser Version Eier? Oh Gott, ey. 2 Jahre nicht die Version gespielt und schon weiß man nicht mehr, wie es geht. Nicht glücklich. Die müssen glücklich sein, dass sie Eier legen. Wie glücklich die Hühner? Ich guck mal, ob die Hühner glücklich sind. Ich kann sie ja mal fragen. Aber für die musst du irgendwie wieder Hühnerfutter machen oder sowas, ne? Wie ging das denn wieder? Gott. Ich bin doch kein Bauer. Wolltest du nicht immer schon mal Bauer sein? Ne, bin ich nicht für geeignet. Oh. Du bist ein Gerstenbauer fürs Bierchen oder sowas, das geht. Praktisch. Ja, gucken, es ist Hühner. Wo sind die blöden Viecher? Kann ich nicht beantworten. Das ist die Antwort, die ich hören wollte. Zweiter Versuch. Das ist der Lampenmod. Bei dir zu Hause, die Hühner? Was ist hier? Das sind die ganzen Viecher? Okay. Das ist der Candle-Mod. Okay. Das sind die ganzen Viecher. Trüffel gibt es. Hamsterfutter. Hamsterfutter? Ja, gibt's ja. Hamsterfutter. Animania. Nest gibt es. Ein Trog. Schlamm. Gab's denn richtiges Hühnerfutter oder war das wieder woanders gewesen? Eimer mit Schmutzwasser. Wer macht hier einen Eimer mit Schmutzwasser? Schmutzwasser. Das ist ein Trog? Schlamm? Ja, wir kaufen nichts, bitte. Würden Sie bitte von der Tür gehen? Danke. Also diese Küche ist ja noch nicht groß automatisiert. Das ist nicht gut.
Wegen einer Kuh. Eine Kuh? Mhm, die macht Mu. Das ist meistens so. Tja, wo kriege ich jetzt Eier her? Ich gehe mal in den Samenkeller. Ach, Ruhe draußen. Kann ich die mit Weizenkörnern? Das ist ein Arsch voll. Komm her, hier. Ich habe hier 1, 2, 4 Schleimbäumchen. Geht das schon wieder los? Schleimbäumchen-Alarm! Das müssen wir die neue Welt auch wieder haben. Schleimbäumchen-Alarm. Jo. So putzig. Ich hab mich erschrocken, jetzt nur der Handwagen, der hier steht. Ich hab den besseren Bogen, vergiss es. Man kann es ja ausprobieren. So, mal ein bisschen füttern in die Hühner, so, dass er glücklich kommt. Macht mal kleine Küken, macht mal Eierchen. Macht er nicht, ne? Also diese Erntehelfer waren echt gut. Ja, die sind gut. Nö. Ach stimmt, die gab es damals noch nicht, diesen Sub-Mod von Palm Servicekraft. Was gab's nicht? Nehmen wir diesen extra Hungercoin. Nee, der ist von nicht von Palm Harvestcraft, das ist ein anderer Mod. Das wird dir angezeigt, wenn was ist, bis wohin das aufgefüllt wird. Ja. Das ist von. Ja, irgendwann mit Chicken heißt das. Chicken. Irgendwann mit Chicken heißt das. Den haben wir aber auch in der 1.12er mit drauf. Ja, keine Chance gegen mich. Aua, ich werde hier beschossen. So eine Meise hier. Geht gar nicht. So, was wollt ihr haben? Eier, ne? Mhm. Nochmal ein bisschen Grassamen nehmen. Und hoffen, dass die sich dann vermehren. Wo soll ich sonst Eier herkriegen? Ich weiß es nicht. Ist zu lange her. Überhaupt ein Weizenfeld? Ja. Eins? Mehrere. Also hätten wir Weizenfelder. Ich kann euch Weizen abgeben, ich habe auch was. Wir haben reichlich hier, der wird munter geerntet. Ja, ich auch. Meine ganzen Truhen überquellen schon mit Weizen. Aua, warum schießt denn der auf mich? Ist der denn blöd? Ich glaube, der möchte einfach nur, dass du von seinem Land gehst. Ich sollte eins wissen. Mein Bogen ist besser als sein Bogen. Weizen. Jetzt haben wir euch hier Glück gemacht. Gibt es denn gerade hier ein paar Eier? Gibt es hier Eier? Gibt ein Eiernest, aber es gibt keine Eier hier. Warum gibt es hier keine Eier? Sag nicht, hier ist kein Hahn drin. Doch, du bist ein Hahn. Du musst glücklich sein. Los.
Oh, ein achtbeiniger Krabbelkäfer. In der neuen Welt gibt es so komische Monster-Riesenfledermäuse. Kannst du dich schon mal drauf freuen? Ich baue mir schon mal einen guten Bogen. So, jetzt habe ich hier die Hühner gefüttert, aber Eier kriege ich auch nicht. Wo kriege ich jetzt Eier her? Ich brauche doch Eier für die... Ich habe ein Nest. Dieses Nest da drin, die haben Futter gekriegt. Ja, dauert das mal so ein bisschen, muss da was passieren. Weil Küken laufen hier drin rum, also muss es hier irgendwo Eier geben. Ich weiß es doch auch nicht. Nicht schon wieder. Den Schweinen geht's gut. Die sind ja da direkt Zulu. Oh, ich habe ein Gespenst gesehen. Zur Geisterstunde. Ja, hat einen Schriftzug drüber gehabt. Schokodiebin, glaube ich. Ja, komm doch. Traust dich doch eh nicht. So, wie kriege ich jetzt Eier? Keine Ahnung. Frag die Tiere. Ich habe auch noch so eine Gemüse hingebastelt. Ja. Oh, Freunde, ich gucke hier gerade mal nach. Hallo. Ja, du da. Ich gucke hier gerade was nach in der. Ja, und du haust mal über die Rübe. Ach, Schoki ist müde. Hier die Butze zumachen. So, Eier. Wir haben hier Eier drin. Ey, da sind ja zwei Pfefferbäumchen. Weißt du noch ein Pfefferbäumchen? Oh, wir sind rumgelaufen wie so ein blödes Pfefferbäumchen, ey. Oh Mann, ey. So. Hätte ich euch einfach kaufen können. Das stimmt wohl. Ach, hier ist ja noch Schokis Schokoladenparadies. Schokis Schokoladenparadies. Okay. Ach Gott, das war's auch nicht. Was wollte ich haben? Ein Ei, ne? Ich glaube. Kein Sporn, ein normales Ei. Ein Hühnerei beispielsweise. Wie ist denn damit? Gibt's das hier gar nicht mehr in der Version? Gibt's ja wohl gar nicht. Doch. Hier sehe ich es nicht drin, komischerweise. Warum sehe ich es hier nicht drin? Ich will doch gar nicht so viel. Ich will nur ein bisschen hier. Wie kriege ich Eier? Ich wollte so schön kochen, bin so voller Tatendrang und werde wieder gebremst, weil der Einzelhandel wieder irgendwas gebunkert hat. Nee, da sind immer Schwierigkeiten. Hier gibt es keinerlei Eier. Das finde ich doof. Toll. Die Skelette haben wir bei den Hühnern aufgeräumt. Hier fehlen ein paar Hühner. Ich möchte einfach nur mal ein paar Hühnereier haben. Kann man die vielleicht irgendwo kaufen in Sehusa? Das weiß ich nicht. Dann gehe ich auf Shoppingtour. Nee, nicht da. Wahrscheinlich fliege ich gleich wieder vom Server. Flupp. Oder es nicht funktioniert. Oh. Oh. Surft er richtig so. Der Bienenwilli. Okay, vergiss es. Bäckermeister Wilkins. Mal gucken. Was hast du denn so? Okay, du hast keine Eier.
Wer bist du? Ich verkaufe Rindfleisch. Okay. Man nennt mit dir, gut. Was verkaufst du? Du verkaufst gar nichts. Toll, super. Mein Fisch ist immer frisch. Das klingt so Asterix-mäßig. Ist der Appelhannes? Was verkauft der denn so? Oh, auch nichts. Den Schafen zu essen, auch weiß, ne? Rüstungskäufer, okay. Nee, es gibt irgendwie hier nichts zu kaufen an Hühner. Hühnereier. Jetzt fühle ich mich ein bisschen vom Spiel diskriminiert irgendwie. Wie kriegt man aus von den Viechern jetzt die Eierchen? Ich bin da gerade etwas überfragt, wie das funktioniert. Aber so langsam findet man sich in dieser Welt wieder zurecht, finde ich, oder? Ja. Bei den Kühen hat sie auch noch nichts getan. Ist ja interessant. Also kein Wasser mehr, ne? Habt ihr eine Truhe? Aber ihr habt ja kein Wasser mehr. Okay. Achso, Wasser habt ihr auch noch. Da ist sogar Wasser noch drin. Okay. Bist du glücklich? Naja, geht so. Du, mein Dickerchen? Naja, gut. Auch nicht so glücklich. Was ist denn bei den Schafen los hier? Okay. Mein Gott, bist du ein dringendes Schweinchen. So, Freunde, wo sind meine Eierchen? Wo sind meine Eierchen hier? Es gibt hier keinerlei Eierchen. Ich will jetzt sofort Eier haben. So stimmt. Meist sind wir in der Umgebung irgendwo herrenlose Eier. Dem ist aber auch nicht so gegeben. Dann nehme ich halt nochmal Pause. Werkstatt jetzt, dann ist gut. Aus der Werkstatt, aus der Küche, sage ich. Aus der Küche. Warum suchst du dann welche, wenn du welche hast? Ja, vielleicht hätte ich ja welche irgendwo noch kriegen können, ne? Weil wenn Eier irgendwann alle sind. Ja, aber kein Eier mehr haben und ich sag so, Schunki, mach mir mal einen strammen Max und kein Eier da. Muss ich mal sagen, irgendeiner hat die weggefressen. Ich weiß nicht, was ein strammer Max ist. Hm? Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was ein strammer Max ist. Ein Spiegeleibrot. Das kennst du nicht? Ah. Jetzt, wie du es gerade gesagt hast. Schön mit Speck drunter. Schöne dicke Scheibe. Schöne große Scheibe Graubrot. Oh ja. Das ist genial. Da habe ich einen Sunny-Kopf. Oh, den haben wir auch. Kommt in den besten Familien vor. Ist aber nicht ansteckend. Was habt ihr? Ein Sunny-Kopf. Was haben wir? Einen Sunny-Kopf. Ach so. So, jetzt haben wir die Mayonnaise. Die haben wir auch. Ich hatte starren das Ding da oben wieder hin, aber das brauchen wir nicht mehr. Den User. Das brauchen wir jetzt noch. So. Oh, da kann ich ja vieles automatisieren mit den Öfen, wenn das. Oh. Ja, kann man machen. Gut, dass ich mich mit solchen Mods sehr gut auskenne. Ich freue mich auch schon drauf. Ich mich auch. Und das wird dann die Industriezeitalter oder? Steampunk, so ein bisschen. So Fantasy mit zwischen Dampfenergie und so ist eine Art. Einfach gesagt, so. Ich habe jetzt, so, jetzt brauchen wir mal 12 mal Tomate. Ich habe mal Modpack gespielt, das hatte 317 technische Mods drauf. Oha. Wow.
Und ich finde Terminal Foundation ist einer meiner Lieblingsmods. Mhm. Ich dachte mal, ich mal mit Technik und sowas mal reinpacken. Aber ein schönes Lagersystem machen mit durchsichtigen Transportröhren, das sieht dann bestimmt ganz witzig aus. Sieht aber sehr zur Performance, also vorsichtig sein mit. Okay. Weil du über halt dieses Item sichtbar ist. Ja, man muss es ja nicht überall dann sichtbar haben, ne? Man kann ja mal sagen, okay, in dem Bereich ist es nicht sichtbar. Naja, das stimmt. Da muss man vorsichtig mit sein. So, drei haben wir schon wieder gemacht. Drei große Large Mans, die kommen hier rein. So ein Hogi ist immer wieder gut. Geht in den Vorratsraum. Kann man wieder machen. Hm. So, wenn ich dann die alle fertig gebacken habe. 10,2k Kartoffeln. Kann es sein, dass du ein Kartoffelfreak bist? Kann gut sein. Und ich bin Schokoladenfreak. Ja, dem stimme ich bei. Eigentlich müsste ich doch ganz schön breit sein, wenn man Schokolade, aber ich bewege mich ja sehr viel. Also das Kochen ist hier irgendwie einfacher. Nur man kann ja kein Bier mehr brauen. Das ist schade, oder Wein. Zack, rein, geht weg. Wunderbar. Heißen Bier auf Englisch? Bier. Bertha, Emil, Emil, Richard. Ne, nur auf Deko-Kraft. Hm. Rottbier gibt's. Arms Hauskraft. Ja, gibt's noch? Okay. Brauchst du auch so eine Rot? Flupp. Da kriegst du 3 Minuten Speed von. Oder 3 Sekunden. Ah, du kriegst keinen von deinem Kopf. Hat doch auch was von sich. Das ist, glaube ich, eher ein Kaffeeersatz. Naja. Ach, die haben hier so viel mit Schafswolle gebaut. Das weiß ich nicht. So, so heißt die Siedlung. So, jetzt habe ich die letzten drei, mache jetzt die letzten drei Footlongs und dann ist das ja auch fertig hier. So, dann haben wir hier noch das Toastbrot noch. Das packen wir gleich zurück und das Schnippelbrett. Das packen wir auch da oben hoch. So, die drei Footlongs packen wir jetzt hier wieder in die Transportkiste rein. Flupp. Und dann das Brot schmeißen wir hier wieder rein. Wo ist das Brot? Warum ist das Brot nicht da? Ich habe ein Brot gefunden vorhin, oder? Gibt es hier kein Brot? Ist hier kein vorgefertigtes Brot, bitteschön? Nee, Schoki, was ist mit deiner Küche hier los? Ja, ich bin noch ausgezogen damals. Ja, dann wäre ich dann rein. Da habe ich auch Toastbrot drin. Ja, meinst du, ich gehe jetzt mit meinem Toastbrot in die andere Welt, oder was? Nein, da musst du dir welches machen. Packst du das Brot in den Ofen, packst du es nochmal ab. Ich habe ja welches, will ich da zurückpacken? Ich gehe mal nach oben, weil ich oben Platz. Pack ich es. Guck mal, hier oben, da ist das Brot doch drin. Zack, da packen wir es mit dazu. Flupp. Und schon nochmal 31. Passt doch. Okay, Schoki. Was meinst du? Ja. Muss ich erstmal wieder runterfinden hier. Ich komme die Leiter wieder nicht runter, als bekanntes Problem. Ich finde unser Wohnzimmer. Ja, habe ich schon gefunden. Folge 44. Schoki nach Hause bringen. So, machen wir ganz schnell hier. Jetzt ins Wohnzimmer. Dumm-diddle-dumm-diddle-dumm-diddle-dumm-diddle-dumm-diddle-dumm-diddle-dumm-bum-bum. Zack und zack und hinauf. Mau, ja, du kleine miese Katze, du. Ja, das ist doch süß. Das sind doch knuffige Tiere. So, Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Eine Menge gemacht, in der alten Welt wieder zurechtgefunden. Mhm. Zu viert drauf, der gute Kuhlmann auch mit dabei. Kuhlmann, wir sagen mal Tschüss für dich. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.